Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge von Payday 3. Heute spielen wir Golden Shark Bank in Loud. Make your way inside. Security is tight, so stay frosty. Hey, asshole. Okay, hast du mir gerade Asshole genannt? Oh yeah, let's hit it. So. Do as I say. Meine Herrschaften, ich bitte Sie einmal auf den Boden zu legen. Dies ist ein Überfall. Kannst du nicht auf mich schießen? Frech. Chains hätte es nicht besser sagen können, du. So, kurz ein paar Geiseln festnehmen, wir gleich ein paar Medikits hier rausbekommen. Genau. So. Mein Gott, wie viele Leute hier sind. Krass. Hier ist ja die übelste Masse drin. Get down! Ah. Got the fucking gun! Ja, die gibt's ja auch erstmal auf. Cool. If you can't find any of the schmucks with access, just drill the fucking gate. Ja, machen wir gleich. You're surrounded jetzt schon? Glaube ich nicht. Hallo. Da ist dieses Zeug drin, wo mir mal gesagt wurde, dass es extra für laut ist. Deswegen nehmen wir das mal mit. So. Tack und tack. Und tack und tack. Stark. Ist diesmal nicht hier. Leute. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber hier ist ein Überfall. Das heißt, ihr dürft hier noch nicht reinkommen. Das ist der Sinn und Zweck der Übernahme, weißt du? Das ist jetzt meine Bank. Ja, sah gut aus. Ach lol, wie Zivilist, das war doch ein Guard. Oh, dass ich auch... Warte mal, heißt das? Wenn die aufgeben, sind das tatsächlich Zivilisten? Krass. Gehen wir mal kurz in die Personalabteilung. Ein Handy brauchen wir zwar nicht, aber nehmen wir trotzdem eins mit. Dann haben wir's. Ich weiß genau, dass die... Ach, ich bin schwer in die Toilette reingelaufen. Klassiker. Na, wir haben ein paar Kreisen hier. Oh. Hallo. Leute, man kann die echt nicht aufhalten, wenn die befreit werden. Wie krass ist das denn? Du kannst keinen Geiseln zurückfinden. Was ein Schwachsinn. Mein Gott. Hm. Also merken wir uns, Geisel befreien ist tatsächlich für die echt insane. Und dann sind die einfach weg. Erik Jäger. Jetzt geh ich schon wieder hier rein. So, jetzt aber, Leute. Das gibt viele Medikits hier. Richtig gut. Sehr, sehr schön. Bist du das oder nicht? Ach, keine Ahnung. Ich dachte ganz kurz, ich habe eine Keycard fallen lassen. Lol. Ach, euch habe ich vergessen. So haben wir jetzt alle? Ich glaube, jetzt haben wir alle. So, Medikits haben wir auf jeden Fall angesammelt, ist gut. Erik Jäger, mein Freund. Hast mal kurz Zeit. Ich würde dich gerne mal mitnehmen. Auf eine Reise. So.
Warte, wird mal ganz kurz hier. Ich muss mal eben ganz kurz hier die Dinge aufmachen. Weil da müsste ja eigentlich dieser komische Sauerstoff hier drin sein, oder? Also rein logisch gesehen. Weil ich hatte das beim ersten Mal spielen ja mal gefunden gehabt. Ja, ist natürlich nicht hier. Cool. Aber ein Handy. Vielleicht brauchen wir es doch irgendwie. Wahrscheinlich nicht. Ja, komm mit. So, hallo. Kannst du bitte mal nicht im Boden sein? Was willst du denn da unten? Oh! Shield broken. Macht doch plötzlich so einen Satz einfach, ey. Oh, was ist das denn für ein Geistvisier, du? Damn. Eieiei. So, komm mal bitte mit. Hallo, nicht hauen. Hauptsache, er haut mir einfach einen drauf, während ich einen Typen vor mir hab. Frech. Mach mal auf, bitte. Nicht davor hinsetzen. Aufmachen. Was soll das denn hier? So. Oh. Ja, hallo, die Herrschaften. Wo kommen die von alle her? Jetzt sag mir nicht, die konnten nicht gehen, weil die Tür zu war. Ist ja mega nice. Noch mehr Medikits, ich sag's euch. Auf den Boden, bitte. Hinlegen. Ach so, die sind runtergelaufen, die Jungs und Mädels. Das müsst ihr wissen. Okay. Mal kurz ein paar Kabelbinder ausgeben hier. Boah, ich finde das so gut, dass wir endlich unendlich Kabelbinder hatten. Das ist so eine wichtige Sache. Wie die auch immer alle gewartet haben, hier um da rauszugehen. Hat die was smart gemacht, muss ich sagen. So, die Herrschaften. Viel Spaß. I'm suing, sagt er. Alter! Ich frage mich, was die Medien sagen würden, wenn die sehen, dass wir alle Geiseln einfach so freilassen. Meint ihr, dass wir dann... Ach so, so ein Ding ist das? Oh, nö. Och, ist das nervig mit der Draufstehen schon wieder. Echt jetzt? Hm. Alter, wie viele von diesen Kack-Medikits jetzt hier rumliegen, ne? Ist ja unfassbar. Oh Mann. Scheiße, ist in jedem Job gefühlt vorkommt in diesen komischen Kackringen hier. Könnte ich einfach hier aufschießen? Oh Leute, wir machen die ganze Front kaputt, die ist ja nur angemalt. Macht Sinn. Naja. I was afraid of this. When the alarm got triggered, the security system started trying to shut down the Wi-Fi. Das ist kein Problem, das haben wir. Computer with enough privileges to hold off the Wi-Fi shutdown. Haben wir natürlich gefunden, easy. Zum Glück nicht so ein Ding wie bei der Big Bang, wo wir das dann. Hallo? Oh shit, he's down! Direkt wieder zum Absender zurückschicken. Ah, gut, dass wir ein Medikit gefunden haben. Wir haben zum Glück noch keins. Ich schicke einfach noch mehr Leute. Smart. Oh Gott, das muss wehtun. Die größte Angst bei einem Fahrstuhl. Fuck that Nader up. Fuck that Nader up. It's finished. Okay, the shutdown has been prevented.
Ah, wir haben ein Medikit hier, kein Problem. Oh, Nate, war das so? So. Ich dachte ganz kurz, ich habe einen Cloaker gehört. Hä? Hat die Musik gerade irgendwie kurz wie ein Cloaker geklungen? Ist ja witzig. Ah geil, die Overkill-Waffe ist draußen. Vor der Bank. Das ist ja ein richtig guter Ort, um die abzulegen. Wahnsinn, danke auf jeden Fall. Hätte sie nicht irgendwie hier reinpacken können oder so, ne? Nee, nee. Lohnt sich ja gar nicht. Hä, wie viele von diesen Feldern müssen wir eigentlich machen? Mal so als Frage. Ist ja schon ein bisschen scheiße irgendwie dann, ne? Finde ich gut, dass du das machst, bevor wir da drin sind. Und nicht erst, wenn wir da drin sind. Wenigstens ein bisschen mitgedacht hat sie. Eine gute Shade. Aber wie können die wieder kaputt machen? Ah, nur an so bestimmten Stellen. Aber interessant. Man kann richtig den Stahlbeton dahinter sehen. Sehr nice. Alter, wie viele von diesen Ringen müssen wir jetzt eigentlich haben? Jetzt mal ganz im Ernst, das ist ja übelst wack. Ich dachte, die 5 bewahre Kenner war schon schlimm, aber das ist ja noch übler. Krank. Hey Hox, du kannst dich nicht mal bitte ganz kurz einstellen. Ach ja. Und sonst meine 3 Freunde. So, kurz deaktivieren. Oder aktivieren. Oben steht deaktivieren. Hier deaktivieren wir. Nett. Hatte viele Medikits hier liegen. Der hat gar keinen Bock mehr. So, Herrschaften. Nice, daneben. Du nimmst bitte die hier. Du die hier. Und du nimmst die hier. Wir nehmen das hier. Bumm. Oh, schlecht. Oh, das hat ihn erwischt auf jeden Fall. Au. Oh. Entschuldigung. Das war nicht meine Absicht. Oh Gott. Naja, wenigstens ist es schnell mit ihnen rumgegangen. Junge, Junge, das muss wehgetan haben. Übel. Können wir eigentlich die Tür aufsprengen? Können wir sogar. Nice. Cool. Den habe ich gesucht, den Raum. Schön viel Geld. Gegen den Kopf. Perfekt. Bonk, bonk, bonk. Dallas ist downed. Dallas, was machst du? Haha, der Nader. Also sag mal, Dallas, wieso bist du durch da hinten? War so als ganz so eine Frage. Ist schon ein bisschen dumm, wa? Wenn wir schon mal hier sind, können wir schon mal die nächste Overkill-Waffe nicht mitnehmen. Verlieren wir mich jetzt. Also ja damit. Mach das. Kommt ihr eigentlich einfach so angeworfen oder kommt ein Helikopter oder eine Drohne? Wie kommt die eigentlich? Lol, der Himmel. Das ist eine Sphäre. Oh, der fällt einfach, alles klar. Achte mal drauf, im Himmel ist die Sphäre, da ist der Mittelpunkt. Und da siehst du die ganzen Striche außen rum immer weggehen. Ist ja witzig. Okay. Ja, selbst schuld, Leute. Was kommt hier auch im Gruppenmann gelaufen?
so. Noch kurz hier reingehen, weil er ist halt gerade hier. Bringt das irgendwie was? Ich weiß es gar nicht. Nur eine Keycard, glaube ich, ne? Vielen Dank, das brauche ich gerade. Na gut, dann gehen wir mal weiter. So. Leute, bitte Bohrer montieren. Ich würde gerne rein. Zack. Nett. Auch nett. Sehr nett. Die Thermallanze ist bereit, my lord. Ach so, festschrauben. Ich wollte ihn starten. Klar. Police assault incoming. 30 seconds. Und den dritten. That's a thing of beauty. Now start her up. Schöner Sound. Wird erhitzt. Wunderschön. Okay. Alter, guck dich mal die ganzen Medikits durch die Wand an. Holy shit. Hoppala. Entschuldigung. Ich wollte euch nicht verletzen, ich wollte euch nur umbringen. Wie random. Okay, ist das Oxygen jetzt hier oben irgendwo oder habe ich es einfach übersehen irgendwie? Bumm! Das hat mir noch Damage gemacht, ich war doch voll weit weg. Krass. Ja, schade. Was für weg ist denn? Wow, echt jetzt? Das erste Mal, dass die Toiletten wichtig sind hier. Ich pack's nicht. I'm gonna shoot that fucking drill. Oh Mann. Take a step back. Take a step back. Oh, dieses Geräusch, ne? Mm, ich habe es nicht vermisst. Damn, aber die ganze Armee hier. Cool. Sauerstoff kurz mitnehmen. Vielen Dank. Ist auch noch welche drin? Theoretisch ja. Ey, wir haben so viele Medikits, ey. Da können wir ruhig so oft welche wegsnacken, wie wir wollen. Gar kein Problem. Well done, Team. Catch your breath, but stay alert. Vielen Dank für die Armor. Aber eine dumme Frage, wieso lässt eigentlich nur einer von euch was fallen und nicht die anderen auch noch? Finde ich jetzt echt ein bisschen unsympathisch. Aber wie ist das, lässt einer was fallen? Lol, die Flasche ist weg. Ha. Got spare armor here. Kann man irgendwie die Waffe inspecten so? Ich will jetzt fast das ganze Alphabet durch. Nee, kann man nicht. Ach, hat er doch noch eine Dings fallen lassen hier in der Tasche. Danke. Nimm mal zurück, ihr seid doch ein bisschen brauchbar. Zumindest was nach den Wellen das an mit den Taschen angeht. Also ein bisschen was könnt ihr denn doch. Aber nur ein bisschen. Ach, hätte ich hier schon voraustauschen müssen, ne? Schade.
Egal, reicht. Aber ganz ehrlich, die Erhitzung dauert auch nur 50 Sekunden, also von daher. LOL! Alter! Kam aus dem Nichts! So, ist das aus offen? Und ring. Alright, let's see what they have for us. Lass dich mit rein. Das wäre Licht. The server and the cache. The server should have the information we need about this conspiracy. And I'm betting all of this shark's dirty little secrets as well. Ist er jetzt gegen die Wand gelaufen oder wurde er dagegen gestoßen durch den Schuss? Sah auf jeden Fall witzig aus. Okay. So. Ich bin dabei. Wie gesagt, Shade, entspann dich mal ein bisschen. Wow. Push him and break. Leute, was ist denn hier los? Gruppenversammlung oder was? Das ist ja ekelhaft. Weißt du, kommt ihr wenigstens rein, wenn ihr eine Einladung habt. Oder wenn ihr auch was von Geld haben wollt. Ich will auch teilen mit euch. Das ist genug für alle da. Wenn hier so ein paar Scheinchen fehlen, fällt schon keinem auf. Schiebt die Schuld einfach auf uns, ist okay. Das sind wir eh gewohnt. So. They got a fucking nader! Noch mal zwei Taschen hier. Hallo, wirf dich weg, die Schasche. Junge. Found it! Found it! Alright, get into the roof! Shields down! Kannst du mal das hinein reinballern, weil ich zu ungeduldig bin? Stark. Leute, ihr habt einen Rückzug, wieso steht ihr noch hier? Ihr hattet einen Rückzug, ist sehr ärgerlich. Kann ich hier... Nein, kann ich nicht. Okay. Dann laufen wir immer in Vierergruppen hoch und bringen die erstmal weg. Ah, nee. Ah, es war Schmutz. Ich hätte lieber ganz hochlaufen sollen, ne? Police assault incoming. 30 seconds. Gott, ist das ein weiter Weg, ey. Bringt uns das Ding jetzt eigentlich irgendwas? Das ist der Punkt für die Seilrutsche? Shit, it's a bloody nader. Wirklich? Dallas has gone down. Hallo? Sniper, smoke! Nader's dead. Dallas, wieso bist du gestorben? I killed the motherfucking sniper. Kannst du bitte nicht? Jetzt willst du auf diesen Kackding ins Ziel warten, oder was? Beil, bitte. Mach jetzt nicht diesen, komm bitte her. Wir alle warten auf dich. Oh, nice, angenehm. Ich geh dir mal ganz was töten. Ey, mein lieber Bullymon. Da weint er. Oh. Angenehm. Der Scharfschütze. Da auch. Kill the sniper!
Boah, seine Hand war an der Wand am Hängen. Guckst du an. Ah, Schmerzen, Schmerzen. Ach, weil hätte ich wieder in der Nähe bleiben können oder so? Wenn ich wüsste, dass du so lange brauchst, hätte ich dich schon vorgerufen. Ja, bist du? Wo denn? Ach, da hinten. Lol. Ja, noch weiter weg jetzt nicht gehen können, wa? Ja, dann kommt halt nicht hier hin. Danke, Leute. Schon wieder Scharfschützen. Er hätte wie die einfach danach so übelst schnell einen Cooldown einfach hier hinkommen. Ist der Wahnsinn. Ich kann mich schon wieder beide gleichzeitig. Das ist ja mega geil. Haben die einfach einen Cooldown drauf, die Scharfschützen. So, Leute. Oh, sehr freundlich. Natürlich auch noch bitte. Durch einen eigenen Mate getasert worden quasi. Selbst schuld. Wie er dachte. Krieg ich Schaden? Nee. Hat keiner von euch eine Tasche geklaut? Ist ja interessant. Stark. Erstmal kurz die Bots befüllen. Ja, der Wolf ist immer der motivierteste von allen, irgendwie das Gefühl. Get ready. Here they come. So, jetzt eine Frage. Können wir jetzt eigentlich... Das habe ich genau gesehen. Okay, jetzt können wir es hier hinpacken. Ach, wir fahren das selber hoch. Ja, ist ja übelst scheiße. Irgendwie ist die Seilrutsche übertrieben enttäuschend. Ich dachte, es wäre so ein anderer Drop-Off-Point oder so, den man dann irgendwie kriegt oder so. Und nicht einfach so ein nutzloser Scheiß. Was willst du denn damit? Vor allem die Bots nutzen den ja nicht mal. Das heißt, wir müssen sogar noch warten, bis die hochgelaufen sind. Das ist ja dann doppelt wack irgendwie. Ah, weiß ich nicht. Habe ich jetzt irgendwie ein bisschen mehr erwartet. Geil. Also hier haben die den Scheißpunkt gesetzt zu fliehen. Genau da, wo der Helikopter ist. Schon wieder Scharfschütze? Wie oft kommen die denn? Okay, cool. Ja, das waren 7 Bags, ne? Hat die halt gesagt 7? Ach, wird schon stimmen. Eigentlich müsste es 8 sein, aber passt schon. Oh, wirklich Hoxton. Ach, Hoxton. Lol, die ganze... Guckst du die an? Du schon wieder. Schaden wir hier draußen kriegen. Toll. Ja, die Seilrutsche hätten sich echt sparen können. Ach, du bist so ein Schwein. Und die Bots sind Kilometer weit weg. Ich pack's nicht. Ach Leute, kommt doch schon. Ich meine, die Leben sind nicht so schlimm. Wir haben 3 Milliarden Medikits. Aber... Naja. So, die hier eben aufessen. Jetzt sind wir wieder voll. Haben wir noch die ganze Lobby damit. Liegt schon wieder so ein komisches kleines Dings auf dem Boden hier. Was soll das denn? Wie unhöflich. Also der Job hier, muss ich echt zugeben, ist, was Taschen angeht, echt schwierig. Hm.
Leute sind. Wir rennen mal hier lang, weil die müssen ja eh mitkommen, die ganzen Leute. Okay. Was geht, Dosa? Wenn wir Glück haben, klauen die Gegner ja in der Tasche und bringen die auf eine sichere Entfernung. Hallo? So. Bist du fast down? Müssen wir gleich in unsere eigene Tasche legen? Mein Gott, nur im Nachladen hier. Ich brauche ein Schnelllademagazin, langsam, du. Alter, da war wieder der Cloaker-Sound. Frech. Alter. Kill the sniper! I killed the motherfucking sniper! Ey, die beiden sind aber auch echt penetrant, muss ich sagen. Ich stehe ja jedes Mal da. Wieso sind das jetzt 8? Wo ist die eine Tasche hingekommen? Verstehe ich nicht. Ist sie irgendwie durch die Welt gefallen oder so? Oder runtergefallen? Weil ich sehe die doch nirgendwo. Ja, wir sehen am Ende, ob das sich einfach nur um einen verzählt hat, jetzt das Spiel. Oder ob die Tasche tatsächlich verschwunden ist. Ich hoffe, die ist nicht verschwunden. Das wäre nämlich dann verschwendetes Geld. Ah, unser Kollege ist ja da. Er hat hier hinten irgendwie... Keine Ahnung. Es ist wortwörtlich ein Sniper-Nest. Warum Bulldozer? Warum? Das ist kein Problem, wir wollten eh die Rüstungstasche nutzen. So. Das Ding ist aber, wir retreaten auch nicht. Bis die alle gestorben sind. Also Shade, wer ist jetzt schlimmer? Hat sie irgendwie... Ah, der hat ein Dings hingelegt. Der hat ein Ei gelegt, der Junge. Bumm! Ach, immer wieder im Sand. Ach, Hoxton. Muss doch nicht. Jetzt muss ich ja noch aufheben gehen. Oh, du Idiot, ey. Okay. Schnauze. Plopp. Wie das aussah. Er platzt einfach so ganz kurz vor Freude. Plopp. Zapper. Oh, ja, die habe ich nicht gesehen, ausnahmsweise mal. Nein! Wie viele von den Dingern habt ihr eigentlich hingelegt? Ihr Schweine. Jetzt sind wir drei von diesen Overkill-Waffen. Mein Gott. Erstmal nutzen. Hallo? Ach, das ist wieder selber, glaube ich. Na, stark. Aber ich habe einen zu früh gemacht. Ja, egal. Bonk. Das ist ungemütlich. Warte, einmal ganz kurz einen Schuss nach hinten machen. Cloaker auch da. Sehr schön, Leute. Gehen wir ganz kurz den nächsten holen. Wo ist nicht mein Dritter? Ach, jetzt ist er auf dem Dach gespawnt, weißt du, jetzt. Müsst ihr wissen. Mein Gott, Leute. Also ich habe mich gerade schon wieder
kurz davor erschrocken. Alter, ich hätte von Schaden bekommen. Ungemütlich. So, mal gucken, ob die Bots mitkommen oder ob die da gar keinen Bock drauf haben. Nein! Kill the Sniper! Mein Gedanke war, ich wollte die Sniper töten, aber ich habe vergessen, dass ich die Waffe fallen lasse. Wie unnötig. Vor allem die Polizei weiß einfach gar nicht mehr so, was machen wir jetzt? Rauben wir jetzt aus oder gehen wir jetzt doch nicht? Also, was jetzt? Sind wahrscheinlich genauso verwirrt wie ich gerade hier. Was? Das war schon wieder zu nah! Erzähl kein Mist, Alter. Ja, irgendwie ist der Granatwerfer richtig scheiße. Ach komm, wir gehen die Treppe. Ist sicherer mit den Bots. Ja, guten Tag. Jetzt schicken die auch echt viele von denen. So, Herrschaften, wer will noch mal ganz kurz einen kleinen Granatwerfer ins Gesicht bekommen? Wenn wir die Scharfschützen sind eh wieder da, weil wir zu lange gebraucht haben. Ja, es war so klar. Aber auch schon wieder beide, weißt du? Die haben irgendwie so einen 10-Sekunden-Cooldown. Krass. Ja, wo sind jetzt die ganzen Polizisten? Puff. Und bonk. Oh, zu hoch. So, das hätten wir. Direkt die nächste. This is some serious fucking hardware. Get out of there as fast as you can. The cops will not end the attack wave until you're dead. Bonk. Bonk. Geschenk für dich. Took out the fucking sniper. Ich habe beide mit dem Ding getroffen? Okay, das war schon ein cooler Move, bin ich ehrlich. Ja, da finde ich, kann ich immer Props für bekommen, ne? Ganz im Ernst, du. Hat die nicht gesagt, dass der Polizei schon jetzt unendlich kommt? So, das ist leer. Eigentlich können wir sogar noch eine machen, eben. Machen wir, glaube ich, auch. So, 3, 2, 1 und der neue Scharfschütze kommt genau jetzt. Das ist jetzt enttäuschend. Wetten wir genau, wenn ich weggucke, dann kommt er. 100 Pro. Ja, weißt du, jetzt kommt er mal nicht. Schon wieder ein Dozer. Meine Fresse. Also jetzt ist penetrant. Wolf ist down. Ach, Wolf. Aua. Hey, welche Helikopter ist nachher geflogen? Okay. Ohne Rüstung ist es gerade ein bisschen schwierig, muss ich zugeben. Hey Dallas, muss mal aufsteigen. Jetzt stellen die aber schnell. Da war wieder der Cloaker-Sound. Frech. Sag mal, Wolf. Mein Freund. Kannst du bitte nicht sterben? Wo ist jetzt eigentlich die Overkill-Waffe? Jetzt ist sie wieder drauf. Ach, drauf geschissen. Good work, people. That's how it's done. Dafür hört es nicht nochmal raus da. Fan-fucking-tastic. We in the clear. Sniper. Ey, da sind schon wieder beide gewesen. Ich pack's nicht. 971 haben wir gekriegt. Ist okay. 890, guck mal hier. Das läuft doch wenigstens.
Okay. Alle Taschen. Zwei Zivilisten, ja, selbst schuld. Wobei der eine war ein Guard, möchte ich mal ganz kurz anmerken. 60 Sepa, 100 Geiseln, 60 Schildeinheiten, bla bla. 60 Nader, Marco Mamba MGL. Nachdem die Polizei angegriffen hat, schließt die Golden Shark ab. Ah, guck mal, siehst du mal hier. Er hat doch schön Punkte. Cool, und hier 890, wie gesagt. 971, hey, wie sag ich jetzt 890, the fuck? Ja. Kann man machen, ne? Kurz gucken, ob Revolver hält, weil da war jetzt Stand jetzt freigeschaltet, aber ich glaube nur die nächste Stufe, ne? Ja, nur die nächste Stufe. Da fehlt noch ein bisschen was. Aber wir sind auf einem richtig guten Weg hier. Die meisten sind so gut wie abgeschlossen jetzt hier. Läuft. Ah, warte mal ganz kurz. Habe ich das gerade richtig gesehen? Wir haben noch einen Punkt frei. Ui. Den setzen wir doch jetzt mal dann auf... Wo können wir schnell knacken? Da. Müssten wir eigentlich Infiltrator machen. Aber wir machen ganz kurz noch mal einmal hier den Taktiker, weil der fehlt uns noch. Dann haben wir den auch noch drin. Wir haben ja gleich in der nächsten Runde irgendwann eh das ganze Zeug da. Also passt schon. Ja, Währungsbroker, bla bla. Gut, dann bis...